In Zeiten von Corona greifen Verschwörungstheorien nur so um sich. Bill Gates kontrolliere die WHO und wolle die ganze Welt zwangsimpfen, oder aber Corona werde durch 5G ausgelöst. In Großbritannien, den Niederlanden, Irland und Zypern haben einige Leute deshalb sogar entsprechende Mobilfunkmasten angezündet. In Deutschland demonstrieren Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Auch unter diesen Leuten sind Verschwörungstheoretiker. Ganz unabhängig von Corona sind einige Verschwörungstheorien durch das Internet heute sichtbarer als früher. Auf YouTube wimmelt es von Kanälen, die Mythen über Echsenmenschen, die flache Erde oder auch den großen Austausch verbreiten. Wir haben uns gefragt, warum Menschen so gerne an eine große Weltverschwörung glauben wollen. In Zeiten wie diesen, aber auch ganz allgemein. Was ist die Psychologie hinter Verschwörungstheorien? Gibt es Menschen, die eher auf sowas hereinfallen als andere? Und wie sollte man als Freund, Freundin oder Familienmitglied damit umgehen? Vorweg. Die Wissenschaft ist gar nicht so happy mit dem Begriff Verschwörungstheorie. Warum, hat uns Katharina Nokun erklärt. Sie ist Netzaktivistin und Autorin und hat vor kurzem gemeinsam mit der Forscherin Pia Lamberti ein Buch veröffentlicht. Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ja, eine Theorie ist in der Wissenschaft ja etwas, das ich beweisen kann oder widerlegen kann. Ja, also wenn ein Wissenschaftler sagt, ich habe eine Theorie, dann kann ein anderer hingehen und sagen, ja, das ist schön, dass du die hast, aber ich habe jetzt einen Beweis erbracht, dass die nicht stimmt. Und dann sagt der Wissenschaftler, okay, ich verwerfe meine Theorie und stelle eine neue auf. Demokratie lebt von Kritik, Skepsis und Meinungsvielfalt. Aber bei Verschwörungsideologen ist das total häufig so, dass sie etwas behaupten und dann sagen Wissenschaftler so, hey, das haben wir schon vor 100 Jahren bewiesen, dass die Erde nicht flach ist, und dann bleiben sie aber dabei. Das heißt, es ist eher eine Glaubensfrage, und deshalb wollen wir da nicht von Theorien sprechen, weil das mit Wissenschaft oft nichts zu tun hat. Deshalb sprechen Wissenschaftler auf diesem Gebiet lieber von Verschwörungserzählungen und Mythen. Beide Begriffe zeigen, wie diese Theorien aufgebaut sind. Sie sind Lagerfeuererzählungen mit fantastischen, spannenden Zusammenhängen. Vor allem sind es Geschichten von übermächtigen Bösewichten und auserkorenen, erwachten Helden. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Verschwörungsgläubige, glauben mit aller Macht an diese Mythen und Erzählungen und integrieren sie in ihr Weltbild. Aber warum? Allgemein geht man davon aus, dass Menschen 4 psychologische Grundbedürfnisse haben. Wir alle streben nach diesen 4 Bedürfnissen, um uns gut zu fühlen. Erstens, Bindung. Damit ist das Bedürfnis nach Nähe zu Mitmenschen und Bezugspersonen gemeint. Zweitens, Kontrolle oder Selbstbestimmung. Man will sein Schicksal kontrollieren können und die Welt um sich herum verstehen. Sie muss sich dafür zu einem gewissen Grad vorhersehbar anfühlen. Drittens, Selbstwert. Wir wollen uns selbst als gut, kompetent und wertvoll wahrnehmen und uns von anderen geliebt fühlen. Viertens, Lust und Unlust. Wir wollen gute Erfahrungen machen und schlechte Erfahrungen vermeiden. Das heißt auch, dass wir Gefahren und Schaden abwehren wollen. Uns allen raubt die Corona-Krise oft die Möglichkeit, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Wir können Freunde und Familie weniger oder gar nicht treffen. Und wir haben kaum Kontrolle darüber, was mit uns geschieht und wie das unsichtbare, gefährliche Virus unser Leben verändert. Insgesamt sehr ungeil. Es muss übrigens nicht die Corona-Krise sein. Eine Krise im privaten Leben kann ähnlich auf uns wirken. Zum Beispiel, wenn man eine harte Trennung durchmacht. Unterschiedliche Menschen können es unterschiedlich gut aushalten, wenn ihre psychologischen Bedürfnisse zu kurz kommen. Das kommt zum Beispiel auch auf die eigene Geschichte an. Wenn ich als Kind oft runtergemacht wurde, habe ich vielleicht ein krasseres Bedürfnis, mein Selbstwertgefühl zu steigern. So krass, dass ich mein Ego auch auf ungesunde Art und Weise pushe. Jemand, der es nicht schafft, eine feste Anstellung zu finden und dauernd herumgereicht wird, hat vielleicht ein krasseres Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit. Und genau hier setzen Verschwörungserzählungen an. Sie sind im Prinzip psychologisches Fastfood, mit dem man schnell und ungesund einige der eigenen Grundbedürfnisse befriedigen kann. In Bezug auf Bindung bieten Verschwörungserzählungen oft ein Zugehörigkeitsgefühl. Man ist Teil einer Elite von Erwachten, einer auserwählten Gruppe, abseits der Masse der Systemschafe. Man unterhält sich in Telegram-Gruppen und ist Teil einer Bewegung.
In Bezug auf Kontrolle machen Verschwörungserzählungen die Welt einfacher und verständlicher. Das soll nicht heißen, dass die Erzählungen immer simpler sind als die Realität. Ganz im Gegenteil, einige der Erzählungen sind wahnsinnig verworren und komplex. Aber sie sind simpel auf der emotionalen Ebene. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, können Ungewissheit nur sehr schwer aushalten. Fehlt einigen Menschen Kontrolle, neigen sie dazu, Muster und Verbindungen in Dingen zu sehen, wo keine sind. In einer Krise wie Corona, in der es viel Unsicherheit gibt und keine klaren Schuldigen, bieten Verschwörungserzählungen einen bekämpfbaren Feind. Plötzlich kann man etwas tun, zum Beispiel alle Leute im Internet warnen, dass Gates dahinter steckt, oder einen 5G-Mast abfackeln. Auch in Bezug auf den Selbstwert haben Verschwörungserzählungen natürlich einiges zu bieten. Es kann richtig gut fürs Ego sein, wenn man einer von wenigen Auserwählten ist. Oft nutzen Verschwörungserzählungen bestimmte Kriegernarrative. Man kämpft gegen das übermächtige Böse, bäumt sich auf gegen die Elite. Man ist etwas Besonderes, kompetent, wertvoll und gut. Eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass Menschen mit narzisstischen Zügen eher an Verschwörungserzählungen glauben. Verschwörungserzählungen können auch ein Verlangen befriedigen, einzigartig zu sein. Nutzt doch mal euren Verstand, ihr müsst kritisch denken. Solche Sätze hört man oft von Verschwörungsgläubigen. Das impliziert natürlich irgendwo, dass bis auf sie selbst und einige wenige Eingeweihte alle anderen nicht nachdenken und nicht durchblicken. Das ist dann gegebenenfalls gepaart mit dem Dunning-Kruger-Effekt. Leute, die so gut wie nichts über ein Thema wissen, glauben oft, sie wären tatsächlich absolute Experten in dem Bereich. Und zuletzt bieten Verschwörungserzählungen auch in Bezug auf Lust und Unlust einiges. Wer seinen Feind kennt, der kann sich besser verteidigen. Verschwörungsgläubige sind oft äußerst misstrauisch und quasi zu hart auf Schadensabwehr getrimmt. Es gibt natürlich noch viele andere psychologische Teilaspekte, warum Menschen eventuell an Verschwörungstheorien glauben. Das Thema ist komplex und es gibt noch viel zu erforschen. Aber ein Blick auf die vier psychologischen Grundbedürfnisse der Menschen kann uns helfen, sie besser zu verstehen und sie nicht gleich als blöd oder verrückt abzustempeln. Verschwörungserzählungen sind kein gesunder, nachhaltiger Weg, das eigene Selbstbewusstsein zu pushen, Kontrolle zu erlangen oder Anschluss zu einer Gruppe zu finden. Und wir als Außenstehende müssen diesen Glauben auch nicht einfach stehen lassen. Einige Verschwörungserzählungen sind tatsächlich sehr gefährlich, weil sie Menschen radikalisieren. Dazu haben wir schon mal ein ausführliches Video gemacht. Aber wie spricht man mit jemandem, der sich in solchen Erzählungen verrannt hat? Ein guter Weg ist, unter vier Augen ruhig und sachlich nachzufragen. Man versucht eher so den anderen behutsam dahin zu führen, dass er selber vielleicht einsieht, dass er Unrecht hatte. Weil wenn man jemanden total zuspammt mit 20 Studien und 20 Links, dann führt das meistens dazu, dass die Leute die Schotten dicht machen und dann hat man gar keine Chance mehr. Insgesamt vertraut die deutsche Bevölkerung seit der Corona-Krise mehr auf die Wissenschaft als davor. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, dass auf einmal alle abdrehen. Trotzdem ist es gut zu verstehen, dass die Corona-Krise und auch persönliche Krisen allgemein uns psychologisch sehr stressen können. Einige unserer fundamentalen Bedürfnisse kommen zu kurz und es ist schwierig, damit umzugehen. Ja, manchmal hilft es auch einfach zu fragen, du hör mal, wie geht's dir eigentlich? Wo könnte eine gewisse Unsicherheit herkommen? Gab es in letzter Zeit viele Probleme? Fühlt der oder diejenige sich vielleicht einsam? Empathie für etwas aufzubringen, das man nur schwer nachvollziehen kann, ist nicht immer leicht. Umso schöner ist es, wenn man es trotzdem schafft. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns wie immer in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Bitte bleibt sachlich. Wir bedanken uns recht herzlich bei Katharina Nokun und Sophie Leisenberg für ihre wertvollen Einsichten. Auf der Endcard findet ihr unser anderes Video zu Verschwörungserzählungen und ein Video von Mr. Wissen to go zur Corona-Verschwörung. Ansonsten bis zum nächsten Mal.